UER. Während ich hier Truppen sammle. Ein paar Priester zur Sicherheit. So. Und alles andere läuft eigentlich jetzt wie am Schnürchen. Ich könnte mit dem Geld noch Migdol-Einheiten verbessern. Auf jeden Fall die Migdol-Festung verbessern erstmal. So, Priester kommen. So, dann noch hier fünf. Und hier fünf jeweils. Dass wir einen kleinen Trupp haben. Und die baut hier tatsächlich neue Häfen auf. Das ist natürlich etwas nerviger. Wenn hier neue Häfen gebaut werden. Oder habe ich die noch gar nicht fertig abgerissen? So, meine drei Transporter stehen bereit. Truppen stehen auch langsam bereit. Wir kommen sogar ins Camp langsam. Das heißt, ich verbessere hier jetzt mal wirklich ein bisschen Kriegselefant und sowas. So, ich hoffe mal wirklich, dass das an Transporteinheiten reicht, was ich hier gemacht habe. Wir werden auf jeden Fall Belagerungseinheiten brauchen. Und da ich keine Skarabäen habe. Oh, kein Gold mehr. Neue Goldquelle. Okay. Das passt gerade, die Einheiten passen gerade so da drauf, denke ich mal. Und ja, hier oben wird ständig ein neuer Hafen gebaut. Gut zu wissen. Das heißt, wir sichern die Landzunge einfach, indem wir unsere Truppen da oben hin. Ach du meine Güte, nee. Riesenschildkröte, nicht gut. Leviathan, auch nicht so toll. So, das heißt, die Truppen doch da drauf. Und alles auf die Landzunge zu bewegen. Und ihr reißt bitte den Hafen ein, bevor noch mehr Einheiten da rauskommen. Also nervige Einheiten. Die Schiffe gehen in die, Die Fischerboote gehen ja noch. Aber ich rede von Kriegsschiffen und so. Das heißt, wir dringen durch das Tor ein, bomben hier oben ein bisschen irgendwo. Wenn das eine Migdol-Festung oder so in die Quere kommt. Oh, wir kommen gerade rechtzeitig für den Angriff. Ich suche meine Bauern. Da. Baut mir hier schnell meine Migdol-Festung. So, wo habe ich meine Pharao gelassen? Hier unten. Hier steht er gut. So, ihr zieht euch jetzt mal zurück. Die Armee hat euch nämlich jetzt genug Schaden angerichtet.
Und der eine Wagenschütze, der ist jetzt nicht so wild. So, ich könnte Elite, auf jeden Fall Elite Kamelreiter, die sind nicht so teuer an Gold. Und die eigentlich auch nicht. Nur Kriegselefanten sind allgemein teuer. Ich brauche eigentlich gar keine Belagerungswerkstatt. Ich brauche nur Elefanten aus der Migdol-Festung. Nö, erstmal das hier und dann das hier so. So, dann noch zwei hiervon und dann mach du mir mal 5 Kriegselefanten. Okay, da ist gerade einer meiner Priester gestorben. Was für mythische Einheiten kann ich eigentlich ausbilden? Skorpionmänner und Sphinxen. Das heißt, ich müsste hier irgendwo noch einen Tempel hinquetschen. Wir haben meine 2, 3 Kriegselefanten, die sich schon mal am Tor vergreifen. Und da ist der Pharao, der gegnerische. Chassimui der Zweite. Jo. Mehr Speerkämpfer, mehr Schleuderkämpfer. Into you. Girl. At you. Into you. At you. And I you. So, das heißt, Truppen weiter vorwärts schicken. Dass sie hier mal ein bisschen kaputt machen. So, 5 Sphinxen. Können wir nicht, wir haben nicht genug Gunst, okay. Weil die hier kosten Gold und Gold brauche ich für andere Sachen. So, ihr haltet euch zurück. Der Rest macht sich mal auf den Weg nach drinnen. So, den Turm haben wir schnell eingerissen. Macht lieber mal die Mauer hier kaputt. Und uns geht langsam die Bevölkerung aus. Deswegen töte ich einfach mal unsere Leviathane. Zurückziehen wollen wir uns ja eh nicht mehr. Wir haben uns ja jetzt festgesetzt. So. Meteoritensturm, das heißt, du ziehst dich mal zurück. Genau, volle Kanne auf den Tempel. Die Migdol-Festung wäre doch schön. Au. Mitten in meiner Meere hätte es wiederum nicht so schön. So, ihr hinterher. Auf die Migdol-Festung, das Dorfzentrum, alles losgehen. Hauptsache, es geht irgendwie kaputt. So, holen wir die Armee der Toten zur Hilfe und verdunkeln die Sonne auch gleich noch. Wenn wir schon dabei sind. Wir haben die Truhe des Osiris eingeholt. Wo ist mein Erzfeind? Und gewonnen. Ich habe etwas, was ich euch schon geben wollte, seit ihr vor mir beim Tempel davongelaufen seid, Kemsit. Nichts wäre mir lieber, als mit eurem Blut den Wüstensand zu färben, Amanra. Aber ich kann meine Zeit jetzt nicht mit euch verschwenden.
Häuptling! Eure Zeit wird bald kommen, Amanra. Sehr bald. So, die Mission ist geschafft. Hat eine ganze Weile gebaut. Jetzt kommen wir zur nächsten. Nördlich von hier wächst eine große Tamariske am Flussufer. In ihrem Stamm werden wir Osiris Kopf finden. Chiron, es kommen Soldaten! Ich bin Njordsir. Wir verfolgen den Einäugigen schon den ganzen Weg von Midgard. Den Einäugigen? Gargarensis den Zyklopen? Jawohl. Er hat die Riesen zusammengerufen oben im Norden. Große Teile von Midgard sind zerstört. Wir wurden geschickt, ihn zu verfolgen, um Ragnarök zu verhindern. Ragnarök? Das Ende der Welt. Habt ihr den Einäugigen gesehen? Er ist hier. Wir kämpfen auch gegen ihn. Wollt ihr euch uns anschließen? Das werden wir. Ja. Wir kriegen Skipau. Ochsenkarren. Seht, ein Späher. Verfolgt ihn bis zu seinem Lager. Vielleicht können sie uns helfen. Greg, are you repair? Wir kriegen ein paar Jarle. Folgen Sie der Straße Richtung Osten. Schwerpunkt Mumie und Phönix. Zwei mächtige Einheiten der Ägypter sind die Mumie und der Phönix. Ja, sie kann normale Einheiten in Trabanten verwandeln. Ja, und der Phönix ist halt eine fliegende Einheit. Die zu einem Ei wird. Willkommen in unserem Lager, Herr. Beschützt uns und wir kämpfen mit euch auf dem Weg zur Tamariske. Jo. Skipan. Tilbuin. Meine Reiterei schicke ich jetzt mal auf die Schnelle aus. Sumos bedrohen unser Lager. Sucht und zerstört die Gräber in der Wüste und die Angriffe werden aufhören. Hier haben wir sogar einen noch schlechteren Start als beim anderen Mal. Wir bauen erstmal einen Kortspeicher. Wir sind nämlich nur im klassischen Zeitalter. Die Ziegen ziehen wir zusammen. Wir müssen jetzt ganz schnell, wenn ich mich noch richtig erinnern kann, sitze hier irgendwo. Hier ist eine Goldader. Die große Goldader ist hier. Aber was mir viel wichtiger ist, ich muss die Mumien finden. Gut. Gold habe ich erstmal genug. Ja, verbessern wir das gleich mal. Ihr geht hier Holz fällen, du gehst hier auch Holz fällen. Wo war das nochmal? Wir werden nämlich von zwei Mumientempeln bedroht. Ah, geht weg von mir. Euch brauche ich gerade gar nicht. Die eigentlich ganz in unserer Nähe sind. Ja, genau, da ist der erste Tempel, nämlich modriges, altes, was auch immer. Und da wir zum Glück Jarle haben, dürfte das nicht ganz so schwierig sein, weil Jarle sind die zweiten Helden der Wikinger. So mal als Foreshadowing. Und ja, ich will erstmal so schnell wie möglich diese Mumien-Dinger loswerden. Damit die uns nicht so viel Ärger machen. So, ich habe zwei Ochsenkarren. Aber wie man sehen kann, kriege ich durch so ein modriges altes Grab gleich mal 1500 Gold.